Shalom Aleichem. Der Papa lag am Sterben und er ruft seinen lieben Sohn und er sagt, mein Sohn, vor mein Ende möchte ich dich eine drei bieten für deines Leben danach. Eins, geh immer nur in Schatten. Zwei, ess Honig. Drei, schlaf in seidene Stoffe. Gut, der Papa ist gestorben und der Junge wollte erfüllen das, was sein Papa hat ihm gesagt. Was hat er gemacht? Er ist gegangen immer im Schatten, er ist gegangen draußen mit einem Schirm, dunkler Schirm und Sonnenbrille, immer im Schatten. Er hat gegessen viel Honig, mein Papa hat gesagt. Und seine ganze Bett, die Bettlaken, Matratze, alles war nur seit nach einer gewissen Zeit. Er hat so viel Honig gegessen, er ist geworden krank und er konnte auch nicht schlafen. Einer von den guten Freunden vom Papa ist zu ihm gekommen zum Besuch. Und er hat gesagt, warum bist du krank? Er hat ihm erzählt, was sein Papa hat ihm gesagt vor dem Tod. Sagt er, ich kenne deinen Papa, du hast deinen Papa nicht verstanden. Er hat gesagt, geh immer im Schatten, bedeutet, geh ganz früh morgen zum Arbeit, schlaf nicht wie ein Chropper, bis die Sonne kommt und komm Abend wieder nach Hause. Das bedeutet, geh immer im Schatten. Und dann, alles was du isst, schmeckt dir wie ein Honig und alles was du schläfst, ist immer wie eine seidene Matratze. Also der Papa war klug, er hat gesagt, sein Sohn, geh arbeiten früh, komm am Abend spät und dann dein Essen und dein Schlafen ist appetitlich und einen guten Schlaf. Eine gute Woche.